In der letzten Folge. Das wollte ich gerade sagen. Können wir das nochmal machen? Dann darfst du die Antwort geben. Okay, schnell. Das weiß ich ja nicht, deswegen habe ich mir gedacht, jetzt wenn ich die Frage stelle, muss ich sie nicht beantworten. Dann machen wir das jetzt nochmal, warte. Go. In der letzten Folge. Ja, keine Ahnung, ich habe heute 3 Folgen geschnitten, ich weiß überhaupt nicht mehr, was los ist, leckt mich alle, Flummi macht das. Okay. Wir hatten mit einer armen Irren zu tun. Flummi? Nein, Albina. Wir mussten das... Also wenn ich jetzt mal unterscheiden darf zwischen arm und irre und Albina. Wir mussten das Tierchen wieder in den Käfig zurückbringen. Aber die ist nicht nur arm und irre, die ist arm und absolut irre. Okay, wir mussten das arme, absolut irre Albina zurück in seinen Käfig verfrachten, aus dem es ausgebrochen wurde. Von jemandem, der es vermutlich zu einem Cyberzombie umbauen wollte. Was glücklicherweise vielleicht noch nicht gelungen ist, wissen wir nicht so genau. Aber Jojo, die dreckige Verräterin, hat sich an Horizon gewandt. Leute, wir hatten doch einen Bildungsauftrag, also wir haben ja einen Bildungsauftrag, jetzt ist es mir erst aufgefallen, Das war natürlich von Anfang an so geplant, dass es die politische Botschaft ist, dass Peter scheiße ist, in der Hinsicht, wenn sie Tiere aus der Gefangenschaft befreien, die haben sie dann auch nicht besser, hat man ja in Albina gesehen. Ophien ist die aufgetaucht, also die ist ja vorher schon mal angeteasert worden, das haben wir ja festgestellt, dann haben wir sie mal erwischt. Sie wollte Hilfe haben von ihrer besten Freundin, weil wegen der Männer und der anderen Männer, die Informationsflut, die wir von ihr bekommen haben, war ungefähr so nützlich wie der Hundehaufen um die Ecke. Ich hoffe, ihr habt euer Ding genitiv gewürdigt. Der ist ja Dativ sein Tod. Nein. Jetzt hat der Spielleiter mich aus dem Konzept gebracht. Nichtsdestoweniger sind wir mit einigen Irrungen und Wirrungen einem Sarghotel, einem Strip-Lokal, einem etwas unkooperativen Besitzer des Strip-Lokals und, wie gesagt, Horizon übereingekommen, dass Albina doch besser aufgehoben ist, wo sie vorher war. Das bedeutet, die Gang hat jetzt zumindest die Möglichkeit, sich Sins löschen zu lassen für die nächsten 1,5 Jahre, die irgendwie problematisch sind. Sie könnten sich sogar theoretisch neue Sins von Horizon geben lassen. Das ist zwar erstmal nicht angedacht, aber Gott weiß, was noch passiert. Vielleicht wird es ja wirklich mal notwendig. Und Kaban hat Lars genommen und das weiß das glücklicherweise nicht mehr. Oho, woher kommt das denn wohl? Und genau, dann, weil er irgendwie zwischendurch noch gesoffen hat, hat er vom Professor quasi jetzt einen Monat Abstinenz verordnet bekommen und hat irgendwie so ein schönes kleines Pflasterchen bekommen, was dafür sorgt, dass er, dass es ihm ganz, ganz fürchterlich schlecht geht, wenn er irgendwie Alkohol trinkt. Ach stimmt, das, wo ich behauptet habe, er merkt es, wenn das Pflaster abgeht. Stimmt. Genau. Das, und der Professor sagte, da ist was drin, er merkt es, wenn das Pflaster abgeht. Das stimmt natürlich. Bestimmt. Prinzipiell glaube ich dem, dass er verkannt das Sensoren einbauen in so ein Scheißding. Ja, es ist den Aufwand, den hat er sich gemacht. Das stimmt auch. Genau, bestimmt hat er das. Um seine Autorität zu unterstreichen. Autorität. Ja, ich glaube, das war so ziemlich die Zusammenfassung von dem, was letzten Spielabend passiert ist. Ja, es ist gar kein Wunder, dass der nicht mehr weiß, was los war. Kaban weiß es ja auch nicht. Eben. Das ist, ich kann das perfekt, ne, durchspielen. Charakterplayer. So tiefenimmersiv. Und andere Leute sagen, wir können das nicht. Und suchen sich dann Gruppen. Ich weiß nicht, von wem du redest, du Hure. Warte. Andere Leute wären froh, wenn sie eine Gruppe zum Spielen hätten. Oder mal was zu trinken, ein bisschen Wasser. Das ist jetzt ja. Das ist doch der beste aller Elternsätze. Mutti, ich möchte gern.
dieses Pokémon-Spiel für diesen Gameboy, den ich auch nicht besitze, weil ich sonst sozialer Outcast bin. Andere Kinder wären froh, wenn sie was zu essen hätten. Das hilft mir aber herzlich wenig. Darauf wollte ich. Aber das wird Julia bestimmt auch noch später sagen. Was? Mutti, ich will nicht, dass ihr auch ständig alle mit einer Pistole rumrennen. Das macht mir Angst. Andere Kinder wären froh, wenn sie Männer mit einer Pistole hätten, die auf sie aufpassen. Guck mal hier, die Leiche von dem Kind, was du euch umgelegt hat, das ist ja froh gewesen. Ja. Schön. Andere Kinder wären froh, wenn sie mit Pistolen spielen dürften. Jetzt beschwer dich nicht, dass du ein Loch im Kopf hast. Das stimmt nämlich. Mhm. Oh Gott, scheiße, ich habe den Stiftungsnamen für Gandhi nicht aufgeschrieben. Viel Spaß und bleib geil. Kaban. Ja. Du hattest dich ja zur Ruhe gelegt. Und der nächste Morgen gestaltet sich wie folgt. Es ist das schönste Maiwetter. Es ist unglaublich heiß, wegen der Glocke von Gasen, der wunderbaren Sonneneinstrahlung und der Reflexion. Oh, sei nur Schneue, denn da kommt keine Sonne bis auf den Boden. Die Reflexion. Ich habe gesagt, die Reflexion. Und außerdem, die Gasglocke speichert doch Wärme, ist doch völlig egal, ob die Sonne bis auf den Boden kommt. Also. Psst. Es fallen leichte Partikel von Ruß aus, aber davon kriegst du dann zu mir noch nicht mit. Was du mitbekommst, ist, dass der Lüfter ausgefallen ist. Irgendjemand wird sich hoffentlich drum kümmern, aber naja. Der Tag beginnt ja eigentlich mit einem kräftigen Hieb aus dem Flachmann oder irgendeiner Flasche. Und das Schöne ist, du erzählst das und mir als Spieler wird gerade der Hals trocken. Das ist so. Das ist bedenklich. Das zum Thema tief immer hier, ne? Ich werde mir das mal aufschreiben. Intervention für Daddy. Ja, ne? Also, ja. Ganz ehrlich, es ist morgens. Ich denke nicht an diese scheiß Pflaster. Ja. Also ein kräftiger Hieb. Na sicher. Davon wird man erstmal wach. Davon hat man erstmal Geschmack im Mund. Das nimmt den ekligen Geschmack der Vornacht und die Trockenheit raus, genau. Und so kann man erstmal also arbeiten. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie widerlich das ist, wenn der Hals so trocken ist. Ja, ist furchtbar. Auch dieser Pelz, den man dann auf der Zunge hat, der geht ja dann sofort weg. Reinigungsalkohol, das Beste. Mhm. Du beginnst dich, ich nehme an, zu hygienieren und zu kleiden. Also ja, muss ja, ne? Woraufhin also dir ziemlich schlecht wird. Ja gut, Morgenüblichkeit hat man ja öfter mal. So als Alkoholiker. Geht für gewöhnlich nach einem Schluck Alkohol weg. Ja. Da du nicht schwanger bist, muss es wohl das sein auf jeden Fall. Hast du quasi nicht den erwünschten Effekt vom Alkohol, nämlich den stabilisierenden und den Selbstbewusstsein aufbauenden, sondern einfach nur den vom Kater. Aber schon jetzt, quasi zum halben Preis. Das ist nicht schön. Er ist außerdem ziemlich heftig. Beim Duschen wird mir wahrscheinlich das Pflaster auffallen, oder? Ich gehe mal davon aus. Warte. Beim Duschen geht das Pflaster ab und fällt ja nicht. Also doch, dir fällt auf, dass da irgendwie ein Pflaster dann, wenn du raussteigst, in der Rinne liegt, da in der Duschrinne. Tja. Schade. Ich erinnere mich an dieses Pflaster. Schade. Also wirklich, das ist so. Naja, da kann ich jetzt ja auch nichts für. Übrigens, nicht wie sonst bei Alkohol-Blackouts, hast du nicht ein paar Eingebungen und Resterinnerungen vom Vortag, sondern das ist tatsächlich komplett leer. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber dieses Pflaster kenne ich ja noch. Also, ne, das weiß ich ja. Das weißt du alles noch, natürlich.
Na gut, ja, ich ziehe mich an und begebe mich zur normalen Arbeit. Weil, und so einen richtigen Kater. Naja, was soll ich machen? Langsam arbeiten, hoffen, dass niemand laut spricht und nicht in die Sonne gucken. Richtig. Sehr gut. Ansonsten muss ich mir halt irgendwas nehmen, was halt den Kater halt wegmacht, von dem ich das weiß. Und der Alkohol hilft ja nicht. Ich meine, ganz normale Schmerztabletten und so ein Shit gegen die Kopfschmerzen auf jeden Fall. Eben, ist das sowas, das geht immer. Ja. Das geht auf jeden Fall. Und, ansonsten Sonnenbrille auf, ne? Beziehungsweise ich habe ja letztere Kompensation, es wird einfach ein bisschen weniger hell gemacht. Das stimmt, das ist sehr gut. Wenn halt, zufälligerweise habe ich ja auch noch hier Ohrstöpsel, das heißt also, die Leute werden dann gemutet oder leiser gemacht. Und dann geht das. Das ist eigentlich schon ziemlich angenehm. Ja. Man muss nur rumstehen. Das kriege ich hin. Mhm. Irgendwann auch später das wird Zoja zu dir kommen. Moin. Hm? Moin, was machst du da? Was? Wieso? Was machst du? Sollte das nicht irgendwie Dings machen? Ja, ich war gerade hier. Achso, okay. Der Prof meinte, ich soll mal kurz einen Vitalmonitor ranhängen und ja. Ja, mach das mal. Sekunde. Dann wird sie das Gerät anschließen. Achso, und du sollst mir irgendein Pflaster zeigen. Ah, dann ist das erinnert mich an was. Das ist an der, in der Dusche abgegangen. Ich gehe, glaube ich, mal zum Doc. Ja, ich muss uns auch hingehen mit den Daten und sagen, du brauchst ein neues oder so. Was war das für eins? Keine Ahnung. Ich mach das schon. Okay. So, ich hol das Pflaster aus der Dusche. Geh mal zum Doc. Das sieht lecker aus. Jo, der muss da reingehen, der ist gerade beschäftigt mit irgendeinem, der reinigt seine Waffe, so. Hm. Mensch, Morgenstund hat Kot im Mund. Mach mal die Tür zu, von außen kommt der ganze Schmuck rein. Klick. Das ist gerade abgegangen beim Duschen. Meine Güte, Alter, die Dinger sind teuer. Hättest du nicht mal irgendwie einen Arm in eine Plastiktüte stecken können? Ich hab das vergessen. Mann, Alter, jetzt muss ich Scheiße nachbestellen. War Zoja bei dir? Mhm. Und? Ja, sie hat mich an das Pflaster erinnert. Ansonsten? Also, da hab ich's. Hat mir gerade geschickt. Hm. Ich dachte, die kommt nochmal. Hast du Schnaps getrunken? Ja. Nicht gut. Er kramt in irgendeiner Schublade. Dann kramt er in irgendeiner anderen Schublade. Dann flucht er. Steck mal die Hand da rein und such mal nach folgender Pille. Der ergibt ja den Medikamentennamen. Finger zu groß. Ja, ich such danach. Schöne. Davon nimmst du zwei. Wofür sind die denn? Davon nimmst du zwei. Wofür sind die denn? Davon nimmst du zwei. Ja, und wofür sind die? Er gibt dir eine kleine Nackenklatsche. Ja. Die sind nicht wofür, die sind dafür, dass du getrunken hast, obwohl ich gesagt habe, dass du es nicht machst. Wenn ich davon brennen im Stuhl kriege, dann gibt's Ärger. Bist du bescheuert? Das muss ich ja ertragen. Ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wofür die Dinger sind. Hau rein jetzt die Scheiße. Ja, ich schluck die runter. So, in 10 Minuten kannst du die ganzen Schnaps, die du getrunken hast, auskotzen. Willst du mich verarschen?
Nee, du wirst dich erstmal kurz beruhigen, bevor du was fragst, was du später bereuen wirst. Ich habe gesagt, kein Schnaps. Du hast dich widersetzt. Hier ist die Strafe. Ich habe gesagt, 1 Monat lang. Heute ist der erste Tag. Sag mal, bist du bescheuert am ersten Tage gleich? Du bist doch kein Suchti, oder was? Nö, ich hab's mir einfach vergessen. Du hast... Es war halt morgen und das... Na, hast du es vergessen? Okay, guck mal, dann ist es in 10 Minuten, 9 Minuten eine schöne Erinnerung. Das finde ich jetzt aber nicht so toll. Das ist mir scheißegal, wie du das findest. Ich kann nicht für deine Vergesslichkeit, oder? So, muss ich mich langsam schon mal in Richtung irgendeines Bades oder des Eimers bewegen? Und den Rest... Ich fixiere kurz seinen Mülleimer. Das würde ich mir überlegen. Den Rest des Monats trägst du einen Vitalmonitor, der in Halbtagesschritten wirst du dann die Daten an mich senden der letzten 12 Stunden. Ja, ich verdrehe die Augen. Schön. Achso, das war's erstmal. Na dann. Wie viele Sekunden habe ich noch? Du hast noch ein paar Minuten, keine Ahnung. Du wirst, das geht nicht. Du wirst nicht plötzlich explodieren vor Kotze, sondern die wird dann schon gleich schlecht werden. Hm. Das sind Brechmittel. Schön. Warte mal, wenn du das Recht hast, die ständig zu vergiften, dann werde ich das aber auch haben. Na dann bin ich dann halt. Ich gehe. Ja. Würde mich dann auf einen Klo verziehen und dann wird das wahrscheinlich gleich rauskommen. Ja. Also ich meine, das ist ein Brechmittel, was dann irgendwie auch nur ungefähr 15 Minuten wirkt oder so. Heißt, dir wird schlecht, du musst reiern, du hängst ein bisschen über der Schüssel, ein bisschen schöner Schweiß läuft dir und Schädel und den Körper runter und dann geht's auch relativ schnell wieder. Einziges Problem. Noch nicht alles dieser wunderbaren Essenz war natürlich verdaut. Und eigentlich über den Tag verteilt nimmst du immer noch ein bisschen mehr zu dir. Die Dosis war halt ein bisschen gering für einen echten Kerl. Die Dosis Alkohol oder die Dosis Brechmittel? Die Dosis Alkohol. Ja, das war mir schon klar, dass das so wenig ist. Aber ich kann jederzeit aufhören. Das stimmt. Also wirst du dich erstmal deinen normalen Aufgaben widmen. Ja. Gut. Nach einigen Stunden, so um die späte Mittagszeit rum, hätte ich Durst. Und zwar ziemlich. Du hast nicht einfach Durst. Wenn jemand mit dir an dir vorüberläuft und zum Beispiel die beiden Alten, die wollen sich gerade angucken, wie Jojo verzweifelt versucht, die Lüftung zu reparieren und setzen sich dann mit einem Schirmchen und einem Drink im Liegestuhl neben sie und mit Popcorn. Das ist einfach ein Schirmchen-Drink, der einfach nur Orangensaftkonzentrat ist. Aber allein das Gefühl, wie das dann ist vom Alkohol, der trockene Mund, du kriegst leichte Schweißausbrüche, dein Herz ist ganz schön schnell für die Verhältnisse. Die Hände zittern leicht und außen dein Sichtfeld wird schon ein bisschen trüb. Ja. Das war eine Kacke. Ja, ich setz mich zu denen und rauch mit denen ein Joint. Du gehst also raus und setzt dich gegenüber von Jojo und guckst dir zu, wie sie arbeitet. Sehr gut, jetzt sind's 3, Jojo. Und ich rauche ein Joint dabei. Das ist sie ja noch gewöhnt, aber solange sie nicht nerven. Die Alten haben doch immer einen Joint dabei. Die haben doch immer was. Also von daher kriege ich da auch was zum Rauchen. Das hilft bestimmt. Wenigstens kurzfristig.
gegen einiges. Das Ding ist, Problem ist nur, das macht den Mund so trocken. Es macht den Mund noch weiter trocken. Du hast auch noch mehr Probleme vom einfach vom Puls, der jetzt extrem unangenehm wird. Und das ist auch, das ist dann einfach kein schönes Bekifftsein. Das ist schon irgendwie ein anstrengendes Bekifftsein, weil, weißt du, wenn das gerade nicht so gut geht, musst du dir vorstellen, du würdest dann jetzt THC konsumieren. Das macht das Negative noch negativer. Du hast manche Seiten abgelindert, zum Beispiel das Zittern ist vollständig weg und die trübe Sicht merkst du nicht so, weil man sich eh nicht so richtig fokussieren kann. Muss man ja auch nicht. Das ist kacke. Das Schöne ist, ich habe hier gerade ein, das sieht der und hört der deine Zuhörer ja gerade nicht, aber ich habe hier gerade einen kleinen Teufel auf der Schulter sitzen, die mir immer die ganze Zeit was schreibt. Scheiße, was schreibt denn die dir? Nein, nein. Auf Dinge, die ich schon gekommen bin, aber das macht es nicht besser. Sehr gut. Böses Flum mit dir, böses Flum mit dir. Nein, ich würde quasi merken, dass es irgendwann nicht besser wird, das ist halt echt scheiße. Ja. Trinken ist gerade doof. Also ich meine, es ist eine ganz geile Sache, also ich will das unbedingt, aber ich krieg's gerade nicht, außerdem krieg ich es nicht verheimlicht. Das ist ein bisschen doof. Was hilft denn noch dagegen? Wenn Kiffen schon nicht hilft. Andere Drogen. Mhm, genau. Aber fallen die im Vitalmonitor auf, das ist egal. Das hat er mir nicht verboten. Das ist halt schon mal richtig, ja. So, Novacoke halte ich für eine doofe Idee. Das wäre eine richtig Zen. Doofe Idee. Ich glaube, Zen wäre ganz cool. Zen? Ja, absolute Chill. Ne? Kompletter Körper fährt runter. Und entspannt sich. Klingt also, langweilig. Ich ja? Würde mich jetzt nicht, ich würde dafür jetzt nicht meinen Penis ins Feuer legen, aber war Zen? Ach, hier ist es. Trans-like states. Ja, ist ein Halluzinogen. Ich dachte immer, das war auch das, wo du zwar halluzinogene Zustände hast, wo du dich aber auch noch mehr auf dich und deinen Körper fokussieren kannst, um zen-artige Zustände zu erreichen, wo du jede einzelne Phase deines Körpers spürst, um dich zu erleben. Also. Das wäre wieder doof. Du würdest halt jede Bock Phase drauf erleben, sag ich mal. Warte mal, ich guck mal durch. Nitro, nee. Also was immer geht, ist natürlich Bliss, ne? Was immer geht, sind BTLs. Ja, die BTLs habe ich keinen Bock drauf. So. Noch nicht. Nee, aber so Bliss hört sich gut an. Push würde funktionieren, aber das sind halt nur 5 bis 15 Minuten, das ist ja langweilig. Nichts zu tun, Mischkonsum. Sagen wir es mal so. Es könnte sein, dass ich ein paar Dinge ausprobiere. Über den Lauf des Tages. Ja, warte mal. Wenn du eine Sache Also, nehmen wir mal Folgendes an. Wir würden jetzt mal Edge würfeln. Also, du. Oder Logik minus 1, das kannst du dir aussuchen. Oder ich will bei mir im Fenster würfeln. Oder Logik minus 1. Ist vermutlich sogar. Nee, ist nicht das gleiche, ne? Nee, Edge habe ich mittlerweile 4. Ach, stimmt. Schreib. Das Glück ist mit den Dopen. Hä, hey, warst du nicht bei Logik minus 1 und nicht bei Edge? Nee, ich habe gesagt oder. Okay.
Ich kann mich gerade eh nicht konzentrieren auf das, was ich über diese Medikamente, diese Wundermittel weiß. Ich meine, der schlechteste Fall wäre jetzt gewesen, du nimmst was, was du als nicht hilfreich erlebst und bevor das abläuft, haust du dir einfach das nächste rein, um zu gucken, ob das besser ist. Das wäre irgendwann relativ ungünstig, aber du hast halt Glück und greifst zum Richtigen und das Richtige, denke ich, wird schon Bliss sein. Wie viel Konsti hast du? Leider zu viel. Ich glaube 6 waren's. Wirkdauer eine Stunde? Ja, okay, du nimmst einfach eine höhere Dosis, Mann, das ist Age, das wird schon gehen. Er nimmt eine Ork-Dosis und dann ist gut. Das ist egal, weil das immer auf die Dosen des jeweiligen Metatyps angepasst sind. Aber er hat ja auch, er verträgt ja sowieso nichts. Stimmt. Yep. Aber ja, das ist richtig gut, das macht dir auch hohe Schmerztoleranz und so ein Shit. Das klingt da eigentlich alles ganz vernünftig. Nee, also, aber du darfst mir mal... Drückt einen das nicht auch ganz schön in den Sessel so? Das werden wir gleich sehen. Lass mich mal Willenskraft minus 1 würfeln. Yay! Also ich meine, unter Umständen drückt sich das nicht nur in den Sessel, sondern ein Erfolg. Na gut, okay. Dann darfst du dich entscheiden. Es würde eine Dosis existieren, die dich auf jeden Fall all deine gerade körperlichen Probleme, die ja nicht daher kommen, dass du keinen Alkohol kriegst, sondern die ja daher kommen, dass du offensichtlich gestern einen auf den Kopf bekommen hast. Ich wurde vergiftet gerade auch noch nebenbei. Ja, das nebenbei und dass du dann auch gestern einen anstrengenden Tag hattest und dir vermutlich was eingefangen hast. Das ist ja schon mal Prämisse, das verstehe ich auch. Aber es würde eine Dosis existieren, die dich jenseits aller Bewusstseinswelten in ein Traumland wunderschöner Gefühle zerren würde, da könntest du halt bloß auch nichts mehr machen. Wäre aber vermutlich das beste Erlebnis deines Lebens. Besser als Sex mit deiner Mutter oder so. Es würde eine Dosis existieren, die dich in den Sessel drückt und du kaum ansprechbar bist und jeder wird das natürlich bei beiden sofort sehen, wo du aber immerhin noch nebenbei am Rande die pseudoreale Welt miterleben könntest, so 5 Minuten später. Und es würde eine Dosis existieren, die dich fast alle deine Beschwerden vergessen lassen würde, die immer dich noch auf ein gutes Level der Glückseligkeit hebt und in andere Welten. Du könntest damit rumlaufen und du könntest auch Dinge machen, die dürfen nur nicht kompliziert sein. Man kann mit dir reden, aber es wird immer noch jeder merken, ne? Also du solltest trotzdem jeden menschlichen Kontakt umgehen, aber prinzipiell könntest du sagen, ich bin doch hier, so, also, ne? Ja, das ist, Option 3 hört sich gut an. Was ist denn so mein tägliches Doing, was ich heute machen muss? Wenn ich nichts machen muss, dann hört sich Option 1 auch ziemlich geil an. Aber das ist ja 2 Erfolge in Edge. Heute müsstest du nichts machen. Alles kalt. Ich setze mich in mein Auto und hau mir den Scheiß rein und lass das Auto fahren. Wohin? An verschiedene Orte. Ich programmiere vorher so eine Route ein, dass ich dann mal da mal 10 Minuten stehe und dann mal 10 Minuten. So. Okay. Also. Es ist eine Leichtigkeit, die dich deinen Körper vergessen lässt und die du, man kann später nicht genau beschreiben, was da passiert ist, aber es war auf jeden Fall das Beste. Weil einfach dein ganzes Gehirn sagt, sehr geil. Aber da vermute ich, ohne das sagen zu können, du bist einfach in schwebenden Wolken des wahnsinnig Tollen. Es gibt nichts Besseres. Orgasmen sind lächerliche, erbärmliche und völlig überflüssige Hilfsmittel, um nach das Gefühl zu suchen, was du gerade erleben darfst. Kinder, ihr solltet mehr Heroin nehmen. Es ist in Vergessenheit geraten, weil die da oben euch nicht so ein schönes Gefühl geben wollen. Verdammt nochmal. Wenn das wieder aufhört, es ist nicht ein sanftes Herausgleiten in die echte Welt, sondern
innerhalb von 10 Minuten wirst du langsam dir gewahr, wie du in dieses schwere, wulstige, träge und unförmige Objekt gezwängt wirst, was offenbar dein Körper sein soll. Du hast den schlimmsten Mundgulli aller Tage. Das schlimmste Pappmaul auch. Die Bewegungen sind schon, die ziehen leicht, das ist wirklich unangenehm. Diese ganzen Sachen, wegen der du die Scheiße genommen hast, kommen auch relativ rasch wieder, natürlich in etwas stärkerer Form. Und es ist einfach wirklich zum Kotzen. Das wird. Ja, sagen wir es mal so, das ist so schlimm. Also, bevor ich überhaupt drüber nachdenke, werde ich wahrscheinlich was getrunken haben. Du bist mit deinem Auto unterwegs, ne? Sicher ist da was drin. Ja, nee. Wie, da ist nichts drin? Da ist jetzt aber kein Alkohol drin. Ich durchsuche das Auto. Rabiat etwas vielleicht. Du findest nichts, aber während dieses... Ich meine, du wirst ja ein bisschen länger suchen, ne? Mhm. Während dieses Prozesses geht zumindest die Nachwirkung des Blisses weg. Du hast nur noch deinen Entzug. Schön, ich wisch mir mal den Schweiß von der Stirn. Mist. Ja, so kann man wieder eine Weile überlegen. Also es ist offensichtlich, dass du nicht zufällig alles weggetrunken hast, sondern das wurde auf jeden Fall weggeräumt, ne? Mhm. Konsequenzen überdenken, wenn ich jetzt wieder trinke, was unwahrscheinlich gut wäre, dann wird das ja, also ein Kleinschluck. Wann muss ich das nächste Mal, wann wird das nächste Mal? Keiner. Eben, wann wird das nächste Mal quasi geprüft? Also du bist jetzt 6 Stunden weg gewesen, ne? Mhm. Also würde ich sagen, in so, also ich meine, du kannst eigentlich Zeiten festlegen, ne? Hauptsache es ist dann im 12-Stunden-Takt. Ist das dann immer ein Momentaufnahme, oder sind das per Hand alle, übermitteln? Sind das immer dann alle Daten der letzten 12 Stunden, oder? Na, zeig mir doch mal Computer und Logik -2. Computer und Logik. -2. Jawohl. Easy. Du wirst wissen, ob das alle, das sind die letzten 12 Stunden, aber mit ein bisschen Datensuche findest du, welche Voreinstellung das ist. Er übermittelt nichts außer Alkspiegel. Und auch da nicht den Alkspiegel, sondern du hast halt einen Grenzwert, und wenn der überschritten wird, ist das. Also du hast im Wesentlichen nur 2 Signale. Grenzwert nicht überschritten und Grenzwert überschritten. Wird auch der Grenzwert mitgeschickt? Nee. Dann schiebe ich den Grenzwert hoch. Leider kennst du das Passwort nicht, um das zu tun. Wieso? Du könntest versuchen, es zu knacken. Du hast ja elektronische Kriegsführung. Das ist ja auch Encryption. Decryption meine ich. Ah. Aber wenn ich den jetzt abnehme, dann übermittelt der das ja gar nicht. Wieso musst du den abnehmen? Naja, dann kann er mich halt nicht mehr kontrollieren, weißt du? Dann... Das wird aber wahrscheinlich angezeigt werden, wenn du den abnimmst. Okay, es gibt 3 Signale. Es gibt Grenzwert unterschritten, Grenzwert überschritten, kein Signal möglich. Oder kein Kontakt zum Nutzer. Ah. Oh. Aber pst, er sendet ja nur Alkohol. Sagst du, habe ich einen Störsender, hä? Den hast du auch, klar. Dann mach den Störsender an. Bin halt in der scheiß Gegend. Für die nächsten paar Stunden. Dann kann der ja... der geht die Nachrichten später raus. Also die sind dann schon in der Queue, denke ich, oder?
Ich weiß nicht, ob die aufgefressen. Na, eigentlich werden die ja aufgefressen, weil er nicht dann die nächsten 70 Stunden meldet. Das macht's aber ja nicht besser, dann gibt's ja trotzdem Azure. Ja, das stimmt. Ja, bin ich aber in der scheiß Gegend gefahren, Entschuldigung. Was soll ich denn jetzt machen? Dann hättest du sie ja übermitteln müssen, als du zurückgekommen bist. Nee, die sind ja automatisch, also hab ich ja nicht mitgekriegt, dass er kein Signal hat. Die Frage, ich finde, wir sollten versuchen, Kaban zu helfen, dem Professor irgendwie auszuspielen. Die Frage, die du dir nur dabei stellen musst, auf welchem Wege du das machst, wird er sich mit derlei Begründungen abspeisen lassen oder regnet es Kotzpillen? Es regnet wahrscheinlich Kotzpillen. Das ist halt das Problem. Ich würde ja schon drüber nachdenken, Hacker zu organisieren. Das habe ich mir ja schon vorher gedacht. Aber so verzweifelt ist der noch nicht. Also es ist schon ziemlich hart. Aber so nach, das hätte ich vielleicht nur so nach ein oder zwei Tagen. Na gut, nach ein oder zwei Tagen. Also lass uns doch mal zu dieser Stelle gehen. Denn erstens die Nacht, wenn du dann du kommst zurück, bla bla bla, der hat auch nicht immer Zeit und bla. Und wenn du es noch einigermaßen durchstehst, nichts zu trinken, was ich denke, noch wird er es auf jeden Fall schaffen. Er hatte ja noch, der kann noch mal eine winzige Dosis Age nachnehmen. Das Ding ist bloß, du kannst nachts nicht schlafen. Nachts ist einfach unheimlich. Also du kannst schlafen, so 3 Stunden. Es ist furchtbar. Es ist ekelhaft. Du hörst natürlich auch draußen das Klirren von Bierflaschen, das fröhliche Gejodel und mehr. Aber nicht nur das, sondern es ist auch einfach, dein Körper sagt dir einfach mit jeder Faser, dass er nichts anderes braucht. Zum Beispiel Sauerstoff ist irrelevant. Aber Alkohol. Vor allen Dingen, weil da noch so die Restflaschen stehen und der Geruch. Nein, die sind alle aus deinem Zimmer raus. Ach so, okay. Dann riecht's sogar nicht mehr danach. Nein, das Zimmer wurde frisch gelüftet. Siehste, Jojo hat den Lüfter nur für Kaban repariert. Super. Stimmt. So freundlich von ihr. Die Bitch. War so sehr, denkt die an dich. Oder damit ihr nicht alle erstickt. Quatsch, nur für Kaban. Ja, Schlampe. Arbeitet alle mit dem Doktor zusammen. Und sowas rette ich mit meinem Leben. Schlimm. Am zweiten Tage in der Nacht, der Tag war etwas schwieriger, du konntest dir mal einmal eine leichte Dosis gönnen und einmal eine mittlere, aber du hattest halt Dinge zu tun und alles, das war furchtbar. In der zweiten Nacht verhält es sich dann so leicht zitternd, mit minimalen Krämpfen, aber das vermutlich nur, weil du sich so viel bewegt hast, du weißt ja, man braucht mehr Magnesium, als du vermutlich zu dir genommen hast. Die Nahrung ist auch scheiße, die ihr alle kriegt, auf jeden Fall. Ja, eben. Leicht zittern und mit Krämpfen im Dunkeln deiner Kaschemme hast du ja Roger, dein liebster aller Viecher. Wenn der also nun seinen Kopf hebt, da er ja mit dir im Bette liegt, kennst du unweigerlich das Grinsen, das gestörte Funkeln und die bleckenden Zähne Albinas, die dich zum Freunde erhebend anblicken. Du weißt, dass das Unsinn ist, du weißt, dass das Quatsch ist und du weißt, dass du, weil du so schlecht letzte Nacht geschlafen hast, offenbar gerade einfach ein bisschen verstört bist, aber davon geht's nicht weg. Ja, ich schub ihn vom Bett. Wiff! So. Dann mache ich die Decke über den Kopf. Und kuschel mich in die Ecke, quasi. Es ist viel besser, wenn man in der Ecke sitzt auf dem Bett, als liegen. Es ist die furchtbarste Nacht, die du seit langem zumindest hattest. Ich würde sagen, die, wo ihr fast erfroren seid, die war vielleicht noch schlimmer, aber da bist du auch fast gestorben. Hier stirbst du nur vermutlich in den nächsten paar Nächten, wenn du nicht bald was zu trinken kriegst. Ja, ist geil, ne? Wie ansprechbar bin ich bei Bliss? Oder allgemein? Sieht man mir das allgemeine Zittern die ganze Zeit an? Machen wir Willenskraft. Machen wir Selbstbeherrschung, ist besser. Selbstbeherrschung, Willenskraft und Charisma, ne? Genau. Okay, also,
Bliss wird man dir immer anmerken, wenn du eine Dosis nimmst, die irgendwas für dich bedeuten soll. Dein Schnapszittern und die Krämpfe und überhaupt, dass es dir richtig beschissen geht, so wie den Schweiß. Wenn du so 5 bis 10 Minuten mit jemandem im Raum bist, kannst du dich richtig, wenn du richtig zusammenhalten, reißen. Das ist aber auch wirklich kräftezehrend. Kannst du das einigermaßen verstecken, aber länger als 10 Minuten, vielleicht 15, wird's nicht mehr gehen. Jetzt geht's im Jojo manchmal, das ist so schön. Ja, schön. Deswegen ist sie so viel alleine gewesen, immer wieder. Nee, Jojo hat sich das selbst zuzuschreiben. Kaban ist Opfer der Umstände und missverstanden, ne? Außerdem wurde ich vergiftet. Ja, das auf jeden Fall. Du bist total im Recht. Ich habe Recht und alle anderen wollen mir was Böses, das weiß ich ganz genau. Und nicht mal deine beste Freundin, die ja auch Boss ist, hält zu dir. Eben. Und dann erklärt sie das mal. Obwohl, du hast es auch noch nicht gefragt, ob sie das macht. Ja, ich werde auch ungerecht behandelt. Und so. Ich glaube aber, dass die sich abgesprochen haben und dass die da auch auf jeden Fall mit bei ist. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich werde hintergangen von meiner besten Freundin. Aber das macht die ja anscheinend regelmäßig. Was tust du also? Naja, also man könnte ja quasi einen Hacker engagieren. Da muss ich nicht mal mit diesem Hacker reden. Das ist das Gute daran. Hacker sind komisch. Das stimmt. Ja, das ist eine ganz einfache Sache. Ich würde dann quasi ich habe den epischen Plan. Und zwar, ich kenne ja quasi aus der Destille kenne ich ja so ein oder zwei Leute. Zum Beispiel ja. Trash. Die kennt man ja. Zum Beispiel. Ja. Wenn ich der jetzt schreibe, dass ich mich ganz blöd aus meinem Vitalmonitor gesperrt habe, aber das mir zu peinlich ist, um das dann zu sagen, dann quasi wird die mir bestimmt das Passwort geben. Das müsste man ausprobieren. Ja, so ist der Plan. Ich schreibe so eine Nachricht, so, ja, du, ich bin ein bisschen baselig. Ich hab gerade ein Passwort vergessen und krieg's echt nicht wieder. Antwort. Hast du schon mal die Passwortwiederherstellung versucht? Nee, deswegen frage ich ja dich. Sie ruft dich an. Jo, moin. Moin, Alter. Ich war jetzt mal in dieser Brauerei. Oh, krass, kreativer Name. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass dir sowas einfällt, Junge. Hast ja richtig mal in eine Murmel geguckt und ist aus der tiefsten Ecke das Beste rausgezerrt. Geil, und da warst du nicht da, da wollte ich mit dir eigentlich mal ein Bierchen trinken. Oder können zwei. Wir gerne machen, ich lade dich auch gleich gerne ein, aber ich muss erst dieses Passwort haben. Das ist so ein Wort. Was für ein Gerät geht denn das so? Ist das irgendwie was, wo der Aufwand dahinter steht? Oder? Ach, Vitalmonitor, alles easy. Ach so, zeig mal her die ID. Ja, ich gebe ihr die ID. Ja, der ist ja nicht mal geslaved. 10, ja, so in 10 Minuten kannst du es kriegen. Wann sehen wir uns mal wieder? Wann bist du denn da? Heute? Ich hab um 20 Uhr hab ich Zeit. Ja, kann man machen. Cool. Ich habe auch gleich noch so eine Stunde Zeit. Wir können uns auch gleich in einer halben Stunde treffen, in der Destille. Destille Brennerei. Brennerei. Brauerei, eine Stunde. Ja, das wird gehen. Oh, mein Essen ist da. Bis gleich. Ri. Baby. In einer Stunde, naja gut, um 11 Uhr Mittag ein Bierchen, naja klar. Ja, aber wegen den alten Zeiten und so, ne? Ja, na sicher, wie lange hast du denn Zeit? Ja, nur 1-2 Stunden. Okay, gut, dann bis dann. Supi, dann bis dann. Passwort kriegst du in 10 Minuten, bis dann. Piep. Ist ja ein Traum.
Es ist ein Traum. Du erhältst 10 Minuten später das Passwort, um vollständige Admin-Rechte zu erhalten. Ich setze diese Scheißgrenze hoch. Admin-Rechte, Besitzrechte. Auf wie viel denn? Es wird in Promille gemessen, falls dir das neu war. Es wird in Promille gerechnet, ja, dann 100. Oder so. Das wäre dann die idiotensichere Variante, ja. Eben. Da kann ja nichts mehr passieren. Richtig. Okay, lass das mal an der Stelle abkürzen. Du wirst dich mit ihr treffen, ein Bierchen trinken. Es ist ja die Umgebung und endlich mal wieder Kontakt mit normalen Menschen, die dich nicht blöde irgendwie, nicht ungerecht behandeln, nicht das Bier. Es ist das Leckerste, was du je getrunken hast. Es geht nicht um den Geschmack, es geht einfach darum, dass du nach kurzer Zeit dich einfach wieder gut fühlst. Also normal. Wie ein Mensch. Ja, dann entspanne ich mich viel besser. Ja, tatsächlich. Und zwar in jeglicher Hinsicht. So, dadurch, dass das geschafft ist, hast du jetzt einen Freibrief, solange du nicht offensichtlich grobe Fehler machst. Da hätte ich gern noch mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Reicht die? Ich habe mich gerade gewundert, warum du die ganze Zeit so gut würfelst, aber okay, heute ist ein guter Tag. Natürlich reicht mir das. Du hast genau die Grenze, wo die Leute es nicht merken und du hast immer ja zwischendurch ein bisschen Zeit, wo du noch ein bisschen was nachgießen kannst und es ist einfach... Es ist einfach wieder schön. Es ist wieder ein normales Leben. So wie jeder oder andere das auch hat. Na guck. Diese Föten. Machen wir das wieder beim. Machen wir den Haken beim funktionierenden Alkoholiker wieder rein. Genau. Achso, so, es ist insgesamt so 10 Tage, nachdem das alles angefangen hat, hat sich das ja einigermaßen wieder eingependelt. Ihr sitzt wieder mal bei Proto. Outgame Proto weiß nichts von Gandhis wegen, das alles zu machen, ne, und von der Stiftung. Auf jeden Fall, nachdem ja so ein bisschen und so weiter... Die Sachen mit, dass die Red River Gang und die Chinesen sich zusammengetan haben könnten, hat sich als Unfug entpuppt. Oder es sind Falschinformationen, Fake News könnte man auch sagen, wenn man behindert wäre. Und so weiter, so liegt der normale Krams auf jeden Fall, wenn dann kurz so ein bisschen Stille einkehrt. Und Kaban leider dort ja kein Bier trinken darf, nicht offensichtlich zumindest. Vor Jojo, denn der Monat ist noch lange nicht um. Da wird Proto auf jeden Fall kurz ein bisschen nachdenklich rumstehen. Sagt mal, wie haltet ihr es eigentlich mit der Religion, nein, mit dem sozialen Gewissen? Wir sind die sozialsten Menschen, die hier rumlaufen. Also nicht so. Ich ja eigentlich auch nicht. Also ich habe mir immer gedacht, ja, in einem kaputten System brauche ich nicht zu tun, als wäre ich irgendwie ein Sonderfall. Man kann auch dieses ganze Gebaren einfach mal ablegen. Aber dann haben mehrere meiner alten Kollegen, also nicht, ich meine nicht aus dem Geschäft, sondern also nicht auch Kollegen, sondern alte Freunde und Bekannte und was weiß ich, auch aus den anderen Landen und so weiter, die haben gesagt, sie hätten jetzt die auch über Freunde von Freunden gehört, dass man sich ja doch mal und so weiter, also wie auch immer, auf jeden Fall habe ich gehört, dass es hier eine Stiftung gibt und ich hatte da auch ein langes Gespräch mit einem anderen Mann hier, das ist fast ein Stammgast jetzt, der kommt öfter her und wird, das ist direkt in Juschneu so ein Ding, was irgendwie den Sozialraum aufbessert und für die Jugend und ich weiß auch nicht, ich,
mich hat's irgendwie gepackt. Ich habe 100 Yen gespendet. Ich weiß heute eigentlich gar nicht warum, aber ich habe es auch von vielen anderen gehört, auch von vielen Gästen und auch von hier, wie heißt es gleich, Zwiebel hat gespendet, die wohnt hier nicht einmal, die war auch ganz begeistert. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber irgendwie dachte ich, es ist eine gute Sache, vielleicht wollt ihr euch auch beteiligen. Wer ist in der Laden? Eine Sekunde, ich habe hier, das ist ein sehr sperriger Name, wie das immer so ist, aber ich habe hier den Link, es ist das Ding, hier zum Abbau sozialer Ungleichheit und Revitalisierung des, hier oben, hier ist neue. Abbau sozioökonomischer und soziokultureller Ungleichheit. Ha, ich weiß es noch perfekt. Ich gebe Jojo mal einen vielsagenden Blick. Die verzieht keine Miene. Gucken. Ja. Nein, ich hab mich. Es sind ja auch eigentlich immer irgendwelche Typen, zu denen man sagen müsste, geh scheißen, du hast du steckst dir das Geld nur in die eigene Tasche. Aber dass so viele auch aus anderen Stadtteilen sich jetzt langsam dafür interessieren, vor allen Dingen die, wo ich denke, das sind auch ganz vernünftige Leute, habe ich mir gedacht, da muss ich vielleicht, und da denke ich auch, dass ihr auch so lebt, vielleicht gebt euch auch einmal einen Ruck oder so. Wie gesagt, man kann es sich überlegen. Ja, aber sowas entscheide ich ja nicht jetzt. Ja, natürlich nicht. Nicht da, ja. Ich gucke mir das erstmal an. Es ist auch kein Ding, was irgendwie durch irgendwelchen Spam auf sich aufmerksam macht oder so. Oder durch irgendwelche anderen großen Sachen, irgendwelche großen Straßenfeste, um dann zu zeigen, dass man irgendwas tut, sondern sie tun einfach, das finde ich ganz sympathisch. Das stimmt. Mund-zu-Mund-Propaganda quasi. Ja, so ungefähr. Das klingt auf jeden Fall solide. Oder zumindest solider als viel anderer Kram. Ja, ja. Klar, überlege ich mir. Schön. Ansonsten habe ich auch sonst nichts mehr eigentlich. Okay. Dann danke für den Link. Wenn du sonst keine Sorgen, Nöte, Wünsche, Anekdoten oder irgendwas mehr hast? Nein, eigentlich nicht. Es hat sich ja soweit eigentlich alles geklärt, was so anlag. Naja, Hauptsache der Job macht dir noch Spaß. Sie grinst ein bisschen. Ja, also ich meine, es kommt immer wieder mal vor, dass jemand sagt, was soll das sein, ein Chili-Schnaps, eine rote Rakete, was soll das schon, ich kenne das, wenn man scharf isst, ich esse nur scharf, mir macht das alles überhaupt nichts. Das sind einfach sehr spaßige Momente, weil die meisten Leute, das sind einfach alles Pussys, weißt du, so Leute, die sagen, ach, ich esse so gern scharf, irgendwie auch die asiatische Küche, die so indisch oder so, die richtigen scharfen Sachen, und die denken, die wüssten, was scharf ist, wenn sie mal ein Milligramm Chili-Pulver auf einem Kebab hatten oder so. Das sind alles Leute, denen muss man zeigen, was scharf bedeutet. Und das mache ich natürlich sehr gern, das sind dann die schönsten Momente. Ich meine, es kommt nicht selten vor, dass sie mir dann durch die ganze Bar reiern, aber trotzdem ist schon ganz schön. Hast du schon Best of Wand oder gibt's die nicht? Oder willst du sie auch nicht einrichten? Auf gar keinen Fall. Das würde ja sonst am Ende noch andere Leute warnen, nicht wahr? Das stimmt allerdings, du hast recht. Und bisher hat sich noch keiner, seit dir, Kaupan, hat sich noch keiner überlegt, dass er gern mit irgendjemandem einen Trinkwettbewerb machen möchte, deswegen ist die Wand auch noch leer. Na, jetzt kriegen wir schon jemanden. Aber gut, ja, keiner kann das wie du. Keiner kann Ehrenwert verlieren wie du. Ich meine ja nur, wenn es einen gäbe, der da jemanden herausfordern könnte, dann wärst du das natürlich. Im Sieg wie in der Niederlage ein ehrenvoller Mann voll Glanz und Glorie und manchmal auch etwas Kotze am Revers. Ich hätte dich jetzt gerne in einem wunderbar güldenen Schein erstrahlen lassen.
Ja, das wäre ein bisschen auffällig, meinst du ja. Bitte? Das wäre aber ein bisschen auffällig. Ja, das stimmt. Aber du hättest es verdient. Diese Dankeschön. Glanzvolle Ansprache. Alles klar, Bruto. Dann mach's gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und denkt's nochmal drüber nach, ja. Klar. Jojo steht auf und geht. Wenn sie draußen ist, muss sie auch ein kleines bisschen kichern. Es läuft ja besser als erwartet. Ja. Ist doch gut. Ich hoffe, das läuft nicht zu gut, dass wir da keine Aufmerksamkeit drauf kriegen. Also jedenfalls nicht zu viel. Es ist aber trotzdem irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also, keine Ahnung. Es ist irgendwie seltsam. Ich werde mal nachforschen, was da ist. Nicht, dass der doch irgendwelche komischen Sachen geschaltet hat oder so, ich weiß nicht. Komisch. Ah, wir werden schon aus. Outgame, nur nochmal, Kaban, du weißt nicht, wer der ist, ne? Weil du weißt nichts von irgendeinem Horizon-Typ, mit dem sie irgendwas ausgehandelt hat. Oh, stimmt. Richtig. Und ich weiß auch nicht, dass ich die Horizon-Masse weißt du, auf den... Das weißt du auch nicht mehr, nein. Ich weiß es, das ist das Geile daran. Das ist ja so, wer hat uns denn da so ein Ei... Oh, ja, dieser Typ, wie hieß er noch? Hä? Ja, du sagst es doch gerade, ich frage, erwähnt das gerade so einen Typen, wie hieß der noch? Johansson? Ach, hatte der uns gar nicht seinen richtigen Namen gesagt? Na ja, egal. Was ist mit dir kaputt? Natürlich nicht. Also, er hatte, glaube ich, so einen dummen Ami-Vornamen genannt, aber das ist so eine Horizon-Masche, du nennst ihn ja trotzdem Johansson, ne? Ja, klar. Gut. Ja, pf, keine Ahnung. Hä? Ich hatte das irgendwie im Kopf, dass er uns irgendeinen anderen Namen gesagt hat, was ist, Sag mal, ist mit dir alles okay? Oh ja. Junge, du erinnerst dich doch an gar nichts mehr. Verarsch mich doch nicht. Möglich? Möglich? Ja, keine Ahnung, das ist halt... Uff. Hä? Es war halt schon ein bisschen komisch, aber ich weiß, keine Ahnung. Ist auch egal. Ich weiß nicht, ob das so egal ist. Scheint ja alles nach Plan zu laufen. Gar nichts mehr weißt? Naja, außer, dass du überhaupt nichts mehr weißt. Ja. Hat ja alles geklappt. Jojo, scannt ihn mal. Dann darfst du das mal würfeln. Das hatte ich, also wir haben ja jetzt 10 Tage hinter uns gelassen, ne? Theoretisch hättest du dich ja nach 7 Tagen mit dem Typen getroffen, das wäre aber irrelevant gewesen. Das hat ja alles geklappt, ne? Alles, was ihr wolltet. Ihr habt alle Daten bekommen, die dazu nötig sind. Wie Codewörter, wenn du zu Charisma Association gehen willst und so weiter. Was ich noch wichtig finde, was für mich von großer Bedeutung ist, hast du ihm denn den Feedbackbogen auch zurückgegeben? Ja. Danke, das ist sehr schön. Dann kann er, weißt du, ist ja auch wichtig, dass man als Johann so ein bisschen seine Performance 4 Erfolge. Ach du. Ja, so ein bisschen Alkohol im Blut hat er, ne? Du weißt nicht, dass das Alkohol ist. Also. Genau.
bei 4 Folgen? Das ist doch die genaue Art der Vergiftung. Also, warte mal. Er ist, naja, so gesund, wie man halt ist. Ein bisschen kränker als der Durchschnittsgänger. Verwirrt wie Sau. Mundan. Er ist ein Stück Cyberware. Du hast seine Aura schon mal gesehen und kannst dich an sie erinnern. Du weißt ungefähr, an welchen Körperteilen er was hat. Es ist einfach schlimm mit ihm. Er hat übrigens weniger Essenz und Magie als du. General Diagnosis of Animal Disease. Generelle Diagnose. Finde nicht, dass eine generelle Diagnose ist, welches Toxin. Er ist stärker vergiftet als die Leute, die einfach nur in Yushnoi rumlaufen und die Abgase einatmen und so, ne? Ne, 4 Folge ist nicht genau, welche Droge das ist oder so. Stärker vergiftet als in einem Maß, das irgendwie zumindest scheint, dass das vielleicht auch der Grund für seinen Gedächtnisverlust sein könnte? Möglich. Die Sache ist die, da du nicht gemerkt hast, dass er heute getrunken hat, obwohl er nicht durfte, weil er 3 Erfolge hatte, darf es ja nicht so unendlich viel sein. Naja, Moment. Also es kann schon viel sein, nur die Effekte sind bei ihm einfach nicht mehr so hart. Ja, aber ist er dann nicht trotzdem scheinbar genauso, also weniger stark intoxicated? Nee, der ist noch genauso intoxicated. Das einzige Ding ist halt, dass du eine Resistenz aufbaust. Ja, genau, weil der Körper das anders verarbeitet. Und das ist doch eigentlich nur die viel. Körperverarbeitung. Gut, keine Ahnung. Ich sehe, dass er irgendein Gift im Körper hat. So, und du siehst, dass sein Körper wegen eines Fremdstoffes nicht so gut arbeitet, ja. Und das kann, also du siehst auch auf jeden Fall meiner Ansicht nach, dass es Langzeitwirkungen von Toxinen sind. Und dass es mehr Vergiftung ist und eine andere Art von Vergiftung als die, die Leute haben, die halt einfach nur im Dreck leben, wie ihr. Naja, das reicht aber ja zumindest, um eine Ursache sein zu können für einen Gedächtnisverlust. Wenn er mit irgendwas anderem gedingst ist, Gott weiß, was sie dem gegeben haben. Ja, warte mal, 4 Erfolge. Langzeitwirkungen sind auf jeden Fall wichtig. Du siehst keine kurzzeitigen, megamäßigen Überlastungen von irgendwas. Ist ja auch schon 10 Tage her und es wirkt immer noch. Nein, das sage ich doch gerade. Das, was du siehst, was seinen Körper schädigt, sind Langzeitsachen, die nicht nur vor 10 Tagen mal genommen wurden, sondern über längere Zeiträume. Okay. Du hast keine akuten Vergiftungserscheinungen, die du nicht auch bei dir sehen könntest. Du solltest vielleicht nochmal zum Prof gehen, irgendwas stimmt bei dir nicht. Ah. Ich sag dir mal Bescheid. Nachlass. Ich muss da sowieso bald. Außerdem habe ich ja hier das Ding. Ich zeig mir Vitalmonitor. Der überwacht mich ja. Ist ja alles easy. Hä? Ja, der überwacht mich. Er wollte einen Langzeit-Test machen nach dem Gedächtnisverlust. Er kriegt alle paar Minuten von mir einen. Mir geht's gut. Und das sind meine Werte. Hat er das nicht mit dir abgesprochen? Doch, ich weiß davon. Na, siehst du. Ich weiß aber auch, dass der sich. Ich weiß aber auch, wie die Daten aussehen, die der übermittelt kriegt. Also insofern ist das, wenn. Das scheint nicht der Grund zu sein, sondern irgendwas anderes. Und da ist irgendwas anderes, was nicht in Ordnung ist, Kaban. Und das solltest du dringend behandeln lassen, nicht, dass es noch schlimmer wird. Na, das glaube ich nicht. Das bisschen, was ich nicht mehr weiß. Ja, aber das bisschen, was ich nicht weiß, und das glaube ich nicht, dass da was. Nö, das habe ich ja sonst auch nie gehabt. Du hast vergessen, dass Albina da war? Du hast vergessen, dass. Albina war da?
Ja. Du hast vergessen, dass die einen halben, dass die irgendwie einen halben Puff abgeschlachtet hat. Du hast vergessen, du hast alles Mögliche vergessen. Dann bring mich mal auf den neuesten Stand. Na, was heißt den neuesten Stand? Das ist ja jetzt schon nicht mehr aktuell, aber naja, Alvina stand hier vor der Tür und so halb zumindest in der Brauerei und wollte mit mir reden, weil die von irgendwem aus dieser Horizon-Einrichtung da rausgeholt worden ist. Mhm. Und konnte aber auch nicht wirklich sagen, wer sie da rausgeholt hat und auf jeden Fall ist die später irgendwie, jetzt hat die sich mit den Typen nochmal getroffen in irgendeinem Strip-Shoppen oder so. Wo die saßen, keine Ahnung, was die mit der wollten, war wahrscheinlich, dass sie der irgendwie das ausnutzen wollten, dass sie schon so viel Lizenz weg hatte, keine Ahnung. Also ich sag mal, sie hätte das Potenzial zu einer programmierbaren Kampfmaschine gehabt, wenn ich den, zumindest nach dem, was der Prof gesagt hat. Aber, dann hat sie da irgendwie die Typen geschlachtet und dann haben wir mit Horizon zusammen entschieden, oder dass es besser wäre, wenn die zurück in die Einrichtung kommt. Und ich habe mit dem Horizon-Typen gelabert und du hast auf sie aufgepasst und irgendwann sind die halt dahin, du hast das Codewort gekriegt und dann bist du irgendwann zurückgekommen und kamst nicht mehr klar auf dein Leben. Aha. Ich glaube, das ist ein bisschen gaga, was die hier erzählt. Ja, wahrscheinlich. Ja, vielleicht habe ich da was im Kopf gekriegt, wenn das so eine übelste Kampfmaschine war oder so. Ja, es wurde ja abgeklärt. Das hast du nicht. Vielleicht ein Magierkram oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist... An den letzten Tagen kann ich mich auf jeden Fall 100% erinnern. Ich glaube nicht, dass es irgendwas Langzeit. Dass es Langzeitschäden hat. Alles gut. Kaban, ich sehe es doch. Was siehst du? Dass dein Körper von irgendwas massiv angegriffen wird. Cyberware? Nee, nicht Cyberware. Den Unterschied sehe ich. Ja, nie. Ja, für euch ist das sowieso alles so. Er hat seine Aura zerstört. Wululu. Ja, trotzdem sehe ich, ob dein Körper... Ja? Ich sehe, wenn dein Körper von irgendwas anderem angegriffen wird. Ich fühle mich gut. Das ist so erstaunlicherweise nicht gelogen, weil ich fühle mich wirklich gut. Ha, endlich wieder trinken. Aber eins sollte dir nach deinen anderthalb, zwei Tagen Heroin im Gedächtnis bleiben. Nichts, nichts ist so gut wie Heroin. Noch ein paar Tage mehr und wir können mal die körperliche Abhängigkeit würfeln, sag ich mal. Denn Heroin ist toll. Deswegen ja. Nimmt man ja immer mehr davon. Heroin ist super. Aber. Nee. Punkt. Brauchst du. Okay. Flummi, ich glaube, das ist leichter, wenn du mir sagst, was du dem Prof schreibst. Okay. Wie schreibt ihm, ich sehe es an seiner Aura. Da ist irgendwas im Gange, was ihm schon länger massiv schädigt. Dann kriegst du einen Anruf. Sie brauchen ein bisschen, ja? Das hilft mir, also da frage, keine Ahnung, was du alles so in der Aura siehst, aber
Ich habe jetzt nur auf Alkohol getestet. Ich habe auch keinen Vitalmonitor, der... Wir haben kein Gerät, was alle möglichen Sachen irgendwie testet, ne? Oder testen kann. Wir haben nicht mal die Datenbank für alle möglichen Substanzen. Und die müsste ja jeden Tag wachsen. Na, keine Ahnung. Das ist halt das, was ich sehe. Irgendwas stimmt da nicht. Außerdem hat er einfach, ja, ihn schädigt seit langer Zeit irgendwas dadurch, dass er mangelhaftes Cyberware hat. Ich meine, die ganzen Krankheiten Immunsuppressive. Ich kenne den Unterschied. Ich habe den schon oft erscannt. Ich weiß, wie er aussieht, aussah, und ich sehe den Unterschied zu jetzt. Was war jetzt überhaupt der Grund für die Frage? Was hat sich verändert? Nur, dass er dabei... Warum hast du ihn angeleuchtet? Weil er einen massiven Gedächtnisverlust hat. Ja, weil er sich besoffen hat, der Lappen. Das ist mehr als einfach nur besoffen. Was weiß er denn nicht mehr? Gar nichts mehr. Wovon? Von dem ganzen Kram von vor ein paar Tagen. Der weiß null. Der ganze Tag ist weg, mehr als der ganze Tag ist weg. Und der war nicht die ganze Zeit so zu. Ich bin ja mit ihm rumgelaufen. Da sollst du mal mit Horizon sprechen, und zwar mit Backup. Nimmst du den mit und fragst die mal, weil, keine Ahnung, ich hab den wegen seiner ganzen Krankheiten ab und zu mal durchgecheckt, da ist mir nicht aufgefallen, was irgendwie progredient irgendwelche Retardierungen auslöst. Also ich habe jetzt nicht auf irgendwelche Sachen, aber so ein spezifischer Gedächtnisverlust. Fragen mal ab von den letzten paar Tagen, wie genau da sein Kurzzeitgedächtnis ist, dass du sehen kannst, wie gut sein Kurzzeitgedächtnis allgemein funktioniert. Ich schlage mal ein paar Sachen nach. Okay. Piep. Das hast du nur gestern Morgen gemacht? Gestern Morgen. Da habe ich erstmal geschlafen. So. Ja, nach dem Schlafen. Ja, ja, nee, aber du bist so um ungefähr 10 Uhr. Dann bin ich duschen gegangen. Oti, habe ich gestern erst den Scheiß hinter mir gebracht mit den Nähen, ne? Das ist schon ein paar Tage vergangen. Seitdem ich jetzt wieder trinken kann. Ja, es sind schon wieder ein paar Tage, also mindestens 6-7 Tage. Nee, 6 Tage ungefähr, ja. Ja, also dann habe ich an meinem Motorrad rumgeschraubt, dann habe ich den Hinterreifen ausgetauscht, dann habe ich quasi meine Tour gemacht, erst am Stuffer Shack vorbei, dann an den Puff vorbei, dann, ne, du kennst die Tour. Ja. Ne, hab die Leute alle abgekassiert. Was war vor 3 Tagen? Mittags? Das solltest du wissen, dass da haben wir Frauen bewertet im Fernsehen. Du warst da nicht. Da war Jojo nicht bei. Doch, sie war zufällig im selben Raum, weil sie sich mit jemand über was anderes unterhalten hatte. Okay. Wir haben uns kurz unterhalten. Hm. Siehst du, ich erinnere mich. Okay. Sonst noch weitere Doktorspielchen pro Doktor? Nein. Na, geh's doch. Super. Dann können wir los? Klar. Die schreibt dem Prof zurück, scheint alles easy zu sein. Dann solltest du mal mit Backup Horizon fragen. Jojo, meldet sich nochmal bei dem Horizon-Typen. Hieß er nicht vielleicht sogar Beck oder so ein Shit? Weiß ich nicht mehr. Er heißt Johansson. Ich meine, der hat den richtigen Namen, aber... Macht einen Treffpunkt aus in 3 Stunden... Am selben Ort. Judy. Leider kann er da nicht hinkommen, aber er nennt ihr in Wunder den besten aller anderen Orte. Okay. Es ist
Pass auf. Ein von Meta-Ergonomics, also Evo. In Meta-Ergonomics IKEA quasi angepasst auf Metatypen. Also hier, ne, spezielle Scheiße dafür die. Und da aber dann dort beim Fressstand neben Bälleparadies. Okay. Dann nimmt sie Carbon und den Koreaner mit. Au. Au. Gut, dann werdet ihr weniger Stunden später dort eintreffen. Dort erwartet man schon einen Sinn, das ist ein besserer Laden mit besserer Kleidung. Natürlich wusstet ihr das alles vorher und konntet euch darauf einstellen. Und keine Waffen. Mhm. Ich muss also draußen bleiben. Mit. Das stimmt nämlich. Und die Friedenspfeife. Genau, dann geht er rein, schlagt euch durch die ganzen Gänge mit den bekackten Möbeln, kommt unten zu einem Köttböllern und zum Bälleparadies. Er spielt mit zwei kleinen Kindern, die er gerade mit Plastikbällen vom Rand bewirft, die untertauchen. Er lacht fröhlich und nur halb gekünstelt, dreht sich um, entdeckt euch und kommt auf euch zu. Ah, schön, dass es geschafft hat. Ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte mit dem Transporter. Also ohne Transporter von dir hätte ich auf jeden Fall diesen Tisch nicht weggekriegt. Ich dachte, der ist kleiner, aber ich dachte so Einzelteile, aber das ist echt ein massives, geiles Stück Holz. Grüß euch, dich kenne ich glaube ich noch nicht. Er blickt zum Koreaner. Der nickt und sagt, ja. Sehr diplomatisch, sehr schön. Jo. Schön. Wollen wir direkt hintergehen? Melinda, pass auf die kleinen Plagen auf und wir holen gleich den Tisch. Ja. Klar, gerne. Geil. Das ist halt wichtig, dass man einfach mal ein paar Leute hat, die man für einen Kasten Bier und eine Pizza versklaven kann. So, der geht dann mit euch zum Warenausgang, holt den Tisch. Das ist ein ganz schön Stück massives, nennen wir es mal Holz. Den darf Kaban tragen. Mhm. Easy, du hast ja so ein Rolldings. Musst du nur ziehen. Ja, den mach ich. Und dann würde er mit euch zum Parkplatz gehen und dann würde er auf irgendein random, also nicht, vermutlich nicht random, aber auf so einen dicken Van zeigen, wo ein Toll reinpassen würde. Das eurer? Er ist wirklich so groß, wie ihr gesagt habt. Na, sag ich doch, wir halten ja unser Versprechen. Dann würde er darauf zusteuern mit euch, dann würde er euch die Türen aufmachen lassen, die offen sind. Kaban darf das Ding dann vermutlich reinschieben. Es sind sogar schon so ein paar Folien, hier Knisterfolien und so ein Schind drin und Decken, damit man das ein bisschen abstützen kann. Dann würde er sich hinten quasi auf die Stoßstange setzen, Heckstange, Dingsstange, sich die natürlich vorher nochmal kurz mit der Hand abwischen, ist ja sonst ein bisschen unfein, ne? Und euch dann erwartungsvoll angucken. Danke. Bitte. Was gibt's denn? Es geht um die ganze Geschichte von vor ein paar Tagen. Sekunde. Ja. Du meinst du unser erstes oder zweites Treffen? Unser erstes. Beziehungsweise die Ereignisse danach. Okay. Und zwar ist da irgendwas Ungewöhnliches passiert? Irgendwas, was nicht in Ordnung war oder irgendwas anderes mit ihm? Mhm. Er guckt etwas überrascht. Ach so, na, ich dachte, da wir uns danach nochmal getroffen hatten und du nichts dazu gesagt hättest, gut, was hast du denn jetzt? Ich hatte dir doch wir hatten dir doch ein paar der Nebenwirkungen nennen lassen, die hätten sein können. War es davon nichts? Oder was? OT, mit Jojo hat er aber nie darüber geredet, oder? Er guckt in Richtung Kaban, als er diese Fragen stellt. Keine Ahnung. Oh, shit, Geht in die Richtung Gedächtnisfluss, oder was? Mhm. Das erklärt einiges. Gut, also, der Ablauf war folgendermaßen. Wir hatten uns angekündigt, mehrmals, da wir gemerkt haben, dass du offenbar nicht weg konntest. Und du kamst dann, als wir uns überlegt hatten, wie wir am besten vorgehen, wie wir reingehen, die Treppe runter mit der jungen Frau. Und
Wir haben dann nochmal das Codewort genannt. Ich habe jetzt vergessen, was das war. Nico war es. Nico, genau. Und du hast dich zur Seite geworfen und dich von einem unserer Männer wegziehen lassen. Allerdings ist die junge Frau in den Kampfmodus übergegangen. Wir sind relativ sicher, dass großflächige Veränderungen vorgenommen wurden. Und sie hat eine Art Nahkampf Toxin Gassystem eingebaut gehabt in mehreren kleinen Düsen mit einem relativ aggressiven und vermutlich innerhalb weniger Stunden tödlichen Gift, das sowohl dich als auch den zwei Männer, die in der Nähe standen, direkt getroffen hat. Wir haben dann zuerst unsere Männer behandelt, sowohl auf mundane als auch erwachte Art und sind zu dir gegangen. Wir hatten dich gefragt, ob du damit einverstanden bist, dass du von diesen Männern behandelt wirst. Du hast zugestimmt. Wir haben dir Nebenwirkungen genannt, die noch auftreten können. Wir wussten aber nicht hundertprozentig, welches Toxin es ist, weil das nicht von uns hergestellt wird. Wir stellen keine chemischen Waffen her. Du hast dich einverstanden erklärt, wir haben dich behandelt, du hast dich ins Auto gesetzt und wir haben, also auf deinen Wunsch hin, wir haben gesagt, wir können dich irgendwo hinbringen oder was auch immer, wir hätten dir eine Drohne mitgeschickt, du hast es abgelehnt, was wir natürlich verstanden haben. Und ja, wenn irgendwas gewesen wäre, hättest du dich sonst nochmal melden können, weil wir dann Informationen hätten bekommen können, vielleicht welche, also weil wir dann sicher Informationen hatten, welches Toxin das ist. Nach einer Auswertung. Und da du dich nicht gemeldet hattest, habe ich gedacht, bei dir kamen keine Nebenwirkungen mehr vor, bei den anderen beiden nämlich auch nicht. Tja. Und was war's jetzt? Mehr Komponentengift. Das. Entschuldigung. Also, das ist ein mehr Komponentengift. Das einerseits auf den. Scheiße, wir essen uns gleich nochmal. Sympathikus, Asympathikus? Sympathikus beziehungsweise Parasympathikus. Das davon, was die ganzen wichtigen Organe macht und nicht deine lächerliche Muskulatur. Para, ne? Sie machen beides. Ach, das stimmt, das ist bloß anregen und nicht anregen. Na genau, dann wirkt das ja offensichtlich auch auf beides. Wovon also im Wesentlichen, redet ihr? Also OT. Bitte? Wovon redet ihr? Das versteht doch keine Sau. Ja, das ergibt nämlich Sinn. Also im Wesentlichen hätte er deine lebenswichtigen Organe gelähmt, also das Toxin, so, hauptsächlich Lunge, die Verdauungstrakte sind weniger wichtig an der Stelle, sondern hauptsächlich die Lunge ist das Problem. Das Herz wäre unbetroffen, also ist unbetroffen gewesen. Weiterhin hat es halluzinogene und Wahrnehmungsveränderungen hervorgerufen bei den Männern vor allen Dingen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Mein Kaber nimmt gerade so ein bisschen so ein, das erklärt einiges Gesichtsausdruck. Die dich kampfunfähig gemacht hätten, weil du einfach, die Welt hätte mindestens Kopf gestanden nach wenigen Minuten. Und es gibt leichte retardierende Wirkungen, die bei unseren Männern nicht aufgetreten sind, die aber auftreten können. Je nachdem, also du bist ein Ork, bei dir hätte die Dosis eigentlich nicht dafür reichen sollen. Ich nehme an, dass es bei jedem dann auch noch unterschiedlich wirkt, aber eigentlich ist die Dosis, der du ausgesetzt warst, nach unseren Einschätzungen nicht groß genug, um das hervorzurufen, aber offensichtlich schon und Gedächtnisfluss ist eine Möglichkeit. Die andere, was sein kann, und das solltest du dringend überprüfen lassen, sind einfach Reaktionsvermögen sowie Sprache. Das sind Aphasie-ähnliche Sachen, die dann auftreten können. Allerdings hätte sich das jetzt manifestieren müssen langsam. Ja, ich hatte ein bisschen Schmerzen in den Muskeln, aber ich dachte, das wäre irgendwie so ein. Das ist okay. Das sollte auf jeden Fall nicht auftreten. Seltsam. Auch von unserer Behandlung nicht. Also wenn die magische Heilung, die dir zuteil wurde, sollte direkt in dem Moment Schmerzen ausgelöst haben, wie das immer ist. Aber danach nicht mehr. Na gut. Aber das erklärt auf jeden Fall den Gedächtnisverlust. Danke. So halb. Also ich kann es mir nicht erklären, weil du einfach zu groß bist dafür. Ja, vielleicht habe ich einfach mehr abgekriegt, als ihr erwartet habt. Ja, es ist gut möglich. Habe ich auch eine größere Fläche nicht. Du standst direkt neben mir, der andere. Ja, ja.
Du nickt. Entsprechend Formeln können wir nicht ausgeben. Schon klar. Okay. Ich sehe gerade, das wirst du dann vielleicht auch nicht mehr wissen, dass du noch eine Direktentschädigung bekommen hast für die Gefahren, die du dich begeben hast bei ihr. Keine Ahnung. Du hattest gebeten um eine Aufwertung, die wir begriffen haben als als passive und indirekte Aufwertung von einer Stiftung, einer das da. Das wurde auch bearbeitet und ist zurzeit noch in Bearbeitung und wird dann in den nächsten 2 Wochen auslaufen. Ich gucke aber so, ups. Also, okay. Was ist das denn für ein Stück? Nee, egal. Wahrscheinlich war ich ein bisschen verwirrt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Gut, dann danke ich Ihnen für die Auskunft. Überhaupt kein Problem. Hättet ihr vielleicht noch 5 Minuten Zeit, einen Feedbackbogen auszufüllen? Es ist ein anderer als den du letztes Mal schon hattest, der sich dann der noch ein bisschen mehr auf das heutige Gespräch zugeschnitten wäre. Schlecht, um ehrlich zu sein. Ist auch nicht schlimm. Es ist ja nur was uns geholfen hätte. Wenn das gerade nicht geht, das ist natürlich, habe ich da Verständnis für. Ich hoffe, ich konnte helfen. Ja, danke schön. Danke. Gut. Dann wird jetzt die Autotüren zuklappen. Jo. Danke nochmal für das Auto und dann vielleicht bis zum nächsten Mal, ne? Jo. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Dann wird er wegfahren. Jojo schickt dem Troll eine kurze Zusammenfassung von dem, was der Typ gesagt hat. Ja, er wird ein paar Sachen raussuchen, bei denen man dann testen kann, Reaktionssachen und Hinweise auf sprachliche Aphasie. Und das sind ja Tests, die man, wo man dann halt, ne, in irgendeinen Scheiß sieht und schnell drauf tippen muss und wo man einfach, ich sag mal, hauptsächlich Vokabular abfragt. Das wird Spaß machen für Karban. Das sind dann so noch 2-mal in einer Woche insgesamt sind das dann einen Tag Reaktion, also eine Stunde lang Reaktionsübung, eine Stunde lang Sprachübung. Das macht Spaß. Weißt du, was schön ist? Alkohol beeinträchtigt das Reaktionsvermögen. Das stimmt. Aber er hat auch bei einem gewissen Gewöhnungseffekt. Das ist absolut richtig. Aber selbst wenn er nicht die 3 Erfolge Selbstbeherrschung, die er mir heute präsentiert hat, selbst wenn ich die nicht nehmen würde, würde ich seine Reaktion dann auf 4 runtersetzen, weil er hat halt einfach 5 und dann wäre er immer noch ziemlich überdurchschnittlich. Das fällt dem Troll nicht auf. Du hast echt einen einigermaßen hohen Package-Lust. Yep, hast du. Das merkt man ja in meiner Aufnahme nicht. Was ist das Gute daran? Ich glaube, es war nur ein kurzer Spike. Habt ihr verstanden, was ich sagte? Ja. Gut. Zur Not ist die Folge jetzt auch sowieso schon 2 Stunden alt, dementsprechend. Ja, genau, nee, aber das Einzige, was ich noch hinzufügen wollte, war, dass sich bei den Sachen also auch nichts ergibt, dass irgendwelche anderen Wirkungen noch problematisch für dich wären. Ist ja okay, aber Julio wollte es wenigstens mal abgeklärt haben. Ja, deswegen habe ich hier auch nur noch gesagt, dass das, was sie abgeklärt hat, dann auch für Karma nicht zutrifft, dass er Mobs fidel ist und dass er halt leider nur wie ein Held im Kampf stand, ne? Ich bin halt ein Held. Ich wäre beinahe draufgegangen für euch alle. Und ihr behandelt mich wie, ne? Das stimmt.
erstmal schön einen Hacker engagieren, damit er deine Gang zerbumst, also beziehungsweise damit er dich vor deiner eigenen Gang schützt. Oder, also, ja, so kann man es eigentlich sagen. Das sind eigentlich gute Aussichten. Da merkt man richtig, dass das nicht irgend so eine Straßenköter sind, die einfach nur Leuten auf die Fresse hauen, um irgendwie reich zu werden und Spaß dran zu haben, sondern das ist eine echte Familie. Das sind halt, so hat es ja auch konzipiert, dass es nicht so ganz stumpfe Leute sind, sondern dass da das halt das Zusammengehörigkeitsgefühl recht hoch ist, der Schutz nach außen durch Gemeinschaft nach innen. Ich finde es gut, dass das nach all den Jahren noch so funktioniert und dass, ja, dass das ein Stück weit halt ist für die beiden, den sie ja auch dringend nötig haben. Dringend nötig haben. Ja. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Kartoffelpuffer mit Ahornsirup.